Das ist eine ganz konkrete Frage und wer fühlt sich in der Lage, die zu beantworten? Bitte. Ich kann einen Versuch machen. ja, ich glaube, das ist eine sehr zentrale Frage. Ich glaube, ich stimme vollkommen mit mir, da spreche ich hier überein. Die Details, die müssen ausgearbeitet werden. Die sind aber ganz wichtig, um sich der Umfassung dieses Themas eigentlich ganz bewusst zu werden. Es ist ja auch so, dass, und ich glaube, ich stimme nicht ganz mit Netzwerk Flandern da überein, dass es eigentlich unwichtig ist, ob das jetzt um direkte oder indirekte Finanzierung geht, weil es eben, wie gesagt, direkte Finanzierung, das gibt es kaum. Also dann wäre der Aufwand zu groß, würde ich mal sagen. Es muss wirklich die indirekte Finanzierung mit einbeziehen. Konkret zu den Unternehmen und einer Liste, die dann auch länderübergreifend sein könnte, ich glaube, das ist auch eine ganz zentrale Frage. Ich habe es vorher schon erwähnt, die Konvention, die geben ja keine ausführlichen Definitionen zu den Unternehmensaktivitäten, die damit einbezogen werden. Die Schweiz hat es versucht und hat jetzt das eben als Streumunition, also die, ich kann das jetzt nicht auf Deutsch, Cluster Munitions, Submunitions und Key Components, Fuses genannt. Das ist ja ganz interessant, weil da wenn man so eine Definition jetzt anwenden würde, die Liste deutlich reduzieren, die jetzt bei vielen anderen schon angewandt wird, also rein auf ethischen Gründen. Eine Liste, die länderübergreifend ist, aber auch eine Liste innerhalb eines Landes, muss davon ausgehen, dass man ganz detaillierte Definitionen hat. Und man kann ja Beispiele davon nehmen, also es gibt jetzt Arms Control Regimes, die detaillierte Definitionen vorgeben in anderen Bereichen, und genau die Details müsste man haben, um eine solche Liste überhaupt erstellen zu können, rechtssicherlich erstellen zu können.